Wow, was ist das für ein Update? Ich denke, das ist fast eine neue Season, Freunde. Das ist unglaublich, was ich euch heute hier erzähle. Im Hintergrund seht ihr ein richtig cooles Gameplay und ja, ey, wir gehen rein mit den ganz einfachsten Sachen. Wenn ihr die zwei Skins habt, Hayley und einmal Lila, dann bekommt ihr hier neue Stile, wie ihr hier seht. Neue Stile fürs Outfit, einfach fürs Backblink. Und dann haben wir noch Auge des Verstands hier. Wir gehen jetzt mal rein und gucken uns natürlich jetzt gleich mal den neuen Tab an, denn es ist ja ein neuer Tab verfügbar. Übrigens, alle, die den Crew-Ladebildschirm erhalten haben, ist natürlich wegen Crew-Paket. Das bekommt ihr auch noch neu. Dann gehen wir jetzt mal zum neuen Tab. Ihr seht, die Lobby ist anders. Wir haben hier im Hintergrund Motocrosse. Und hier ist der neue Tab. Wir können uns hier unsere Aufträge anzeigen lassen, was wir machen müssen, um die ganzen Sachen hier freizuschalten. Hier kriegen wir zum Beispiel eine Waffentarnung. Wir gehen mal kurz alle Sachen durch, was wir bekommen. Also, Waffentarnung, schon mal sehr nice. Dann hier ein kleiner Banner. Doppelschlagspitzhacken. Dann haben wir hier ein Spray. Ein Backblink ist hier am Start. Nochmal ein Ladebildschirm, ein neuer. Dann haben wir hier einen Gleiter, was sehr, sehr cool aussieht. Das Ganze erinnert mich irgendwie an Ghost und Shadow Season. Nochmal eine Tarnung, den Spray nochmal. Tresorwächter Spitzhacke. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Sticker. Und natürlich dann den kompletten Skin. Goldblütiges oder goldblütige Ace. Das Ganze läuft ab heute bis zum 28.02. Also nur zwei Wochen tatsächlich. Dann gibt es noch einen kleinen Bonus. Wenn ihr alle fünf kaltblütigen Medaillons aufsammelt, bekommt ihr hier das Rückenaccessoire. Das hat aber noch verschiedene Stile. Das könnt ihr noch ein bisschen bearbeiten. Und ja, Mann, das ist der neue Tab. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen wir mal im Itemshop rein. Der Hintergrund hat sich auch geändert. Und hier haben wir den neuen Skin, nämlich zum Valentinstag hier. Könnt ihr euch auf jeden Fall getten, wenn ihr Bock habt mit dem Creator Code Seville. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Dann haben wir hier einfach die neuen oder alten Wildcard-Skins. Plus noch Raubzug. Und an sich hat sich jetzt hier eigentlich nicht so viel geändert. Nur ganz oben ist, wie gesagt, schon der neue Skin. Wilde Herzen ist wieder dabei. Liebe liegt in der Luft. Also sehr viel Valentinstag-Skins. Wichtig noch zu erwähnen, ihr könnt sogar die Belohnungen auch kaufen. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel V-Bucks ausgeben wollt und ihr keinen Bock habt, auf die Belohnungen zu machen oder sonstiges, könnt ihr die auch einfach mit V-Bucks kaufen. Zack, wir klicken jetzt zum Beispiel hier drauf und dann haben wir automatisch alle Belohnungen schon freigeschaltet. Ich würde euch empfehlen, nicht die V-Bucks auszugeben. Ich mache das jetzt hier, um es euch zu zeigen. Und an sich lohnt es sich einfach mehr, die Sachen hier freizuschalten. Erstmal die neuen und upgedateten NPCs, die ihr hier gerade seht. Die gibt es schon im Spiel, wurden geupdatet oder einfach nur hinzugefügt. Ganz easy peasy. Dann gibt es aus dem Tresor richtig viele neue Waffen. Wir haben hier einmal die Dual Pistol, die schallgedämpfte Pistol, die anderen Dual Pistol, dann die Deagle ist wieder zurück und die Boom Sniper. Diese Dinge wurden alle aus dem Tresor geholt, aber nicht nur das. Denn sogar die Bögen sind alle wieder aus dem Tresor zurück. Aber das war's noch immer nicht alles. Es wird unglaublich heftig. Das neue Update ist ja Fortnite Most Wanted. Und hier geht es ja darum, verschiedene Dinge freizuschalten. Und hier zeige ich euch mal, was wir alles freischalten können zu diesem neuen Update-Event. So, ihr habt's gerade gesehen. Und nicht nur das, Freunde. Es gibt natürlich auch verschiedene Tresore auf der Insel. Im Gameplay gehen wir auch noch in ein Tresor rein. Und hier seht ihr gerade, wo es diese Tresore gibt. Es gibt insgesamt nur drei Standorte, wo es diese gibt, aber ist okay, würde ich sagen. Ich sage euch nur so, die Tresore sind geisteskrank. Junge, 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 Junge. Aber guckt, guckt das Gameplay. So, was gibt es noch Neues? Wir haben natürlich noch neue exotische Waffen. Und diese Waffen geben uns jeweils eine Fähigkeit, Freunde. Es gibt einmal die exotische Brecherschrotflinte, die exotische explosive Sturmgewehrwaffe und Beschleunigerschrotflinte plus noch die P90 als exotische und zu guter Letzt noch die Maschinenpistole. Aber jetzt passt auf, was können diese Dinger? Fangen wir doch mal mit der ersten Shotgun an. Bahnt euch euren Weg, diese exotische Schrotflinte eignet sich perfekt zum Zerstören von Wänden und Deckungen. Diese Waffe ist verstärkt gegen Gebäude. Kommen wir zum Sturmgewehr. Zielt durch das Visier und macht es euch auf einen explosiven Einschlag gefasst. Dieses exotische Sturmgewehr verschießt explosive Geschosse. Habt ihr das gehört? Ihr schießt und dann explodieren die Dinger. Kommen wir zur nächsten Schrotflinte. Übung macht den Meister. Die Bewegungsgeschwindigkeit und die Feuerrate dieser exotischen Schrotflinte erhöhen sich, wenn ihr Gegner damit Schaden zufügt. Erklärt sich selbst. Kommen wir zur P90, eigentlich die coolste Waffe von allen. Schießen und sprinten. Diese exotische Maschinenpistole versorgt euch mit Schubsaft und lädt sich selbst nach, während ihr sprintet. Bro! WTF!
Und zur letzten, wenn eure Gegner auch nur blinzeln, verlieren sie euch aus den Augen. Diese exotische Maschinenpistole gewährt euch nach dem Nachladen kurzzeitig die Nullpunkt-Schub-Fähigkeit. Das heißt, ihr könnt euch nach vorne teleportieren. Übrigens hatte ich diese Waffe auch in dem Gameplay im Hintergrund, was ihr gerade seht. Und das ist nicht nur das Einzige. Also das Gameplay hat sich komplett verändert. Wir haben auch noch neue Realitätserweiterungen. Kommen wir zur ersten, und zwar exotischer Zufall. Erhaltet eine zufällige, exotische, erbeutete Waffe. Das ist geisteskrank und diese Realitätserweiterung bleibt bis zum nächsten Update im Spiel. Kommen wir zu scharfer Schütze. Eure Scharfschützengewehre verfügen über eine zusätzliche Patrone im Magazin, ist ganz okay. Schlüsselmeister, ihr erhaltet zwei Schlüssel, mit denen ihr Holotruhen öffnen könnt. Und ein kleiner Tipp, während Fortnite Most Wanted findet ihr in exotischen Holotruhen eine exotische Waffe. Also, wir können exotische Waffen in Holotruhen finden, plus auch noch an bestimmten Automaten, Freunde. So viel zu den exotischen Waffen. Aber wir haben nochmal eine Realitätserweiterung, und zwar letzte Schüsse. Die letzten zwei Patronen in eurem Pistolenmagazin verursachen Bonusschaden. Das ist auf jeden Fall das mit Most Wanted und mit den legendären bzw. exotischen Waffen, was sehr, sehr krass ist. Das ganze Gameplay verändert sich dadurch einfach. Ist unglaublich, Freunde. Ich zeige euch mal kurz hier die ganzen neuen Skins, die hinzugefügt worden sind, Freunde. Einen neuen Skin spiele ich ja gerade schon. Den findet ihr auch im Itemshop, habe ich ja schon am Anfang erwähnt gehabt. Und genau, das sind alle neuen Skins hier zu diesem Update. Wir haben hier einmal so einen Galaxy-Skin. Der, ja, ganz cool eigentlich aussieht. Der hat auch verschiedene Stile hier, kann man ein bisschen anpassen. Dann haben wir hier den Ned. Der ist nämlich von Rette die Welt, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Dann haben wir hier die, wo ich gerade spiele. Dann haben wir hier den Skin, den ihr freischaltet, wenn ihr die Most Wanted-Aufgaben fertig gemacht habt. Dann haben wir einen neuen Championship Jones. Das ist der neue FNCS-Skin. Und dann haben wir noch ganz spezielle Skins. Und zwar sind das Customizable Skins. Hier seht ihr die gerade im Hintergrund. Und was können wir da alles machen? Ich sage euch so, wie es ist. Man kann sehr, sehr viel machen. Man kann alles machen. Also diese Optionen habt ihr. Gesichtsspray, Körperspray, Oberarmspray, Unterarmspray, Überallspray, Hinterkopfspray, Kopfbedeckung, Farbe der Kopfbedeckung, Overall-Farbe, Zubehörfarbe und. Also ihr könnt hier extrem viel machen mit den Skins. Ihr könnt eure Sticker anbringen, wo ihr wollt. Das ist sehr, sehr heftig. Das sind auf jeden Fall alle neuen Skins. Hier im Hintergrund zeige ich euch nochmal kurz die neuen Gleiter. Das sind jetzt nicht viele, die wir hier haben, aber immerhin. Dann wichtig, wie kriegt ihr überhaupt diese neuen Skins? Und zwar sind es die Jumpsuit-Skins, die ja hier, wie gesagt, schon customizen könnt mit den ganzen Stickern. Ihr müsst einfach nur Herausforderungen machen. Diese gibt es einmal in männlich und in weiblich, ist eigentlich ganz easy, Freunde. Ihr müsst einfach nur ganz viel Goldbarren ausgeben und dann bekommt ihr auch schon die Skins, ganz einfach. Das sind dann hier einmal alle neuen Ladebildschirme, ist jetzt nichts Besonderes. Crew-Paket, Leute haben den Ladebildschirm vom Crew-Paket schon bekommen und das sind alle Ladebildschirme. Wenn wir uns jetzt aber mal die Ladebildschirme ein bisschen genauer anschauen, sehen wir schon, das März-Crew-Paket ist nämlich im Hintergrund von Sylvies Ladebildschirm zu sehen. Und zwar ist das hier der Dude, der wird höchstwahrscheinlich im März als Crew-Skin da sein. Hypex hat dann noch gemeint, es kommt demnächst eine neue Wetterumstellung ins Spiel rein, und zwar so kleine Biom-Events, wie zum Beispiel damals die Tornados oder die Blitze. Vielleicht kommt auch mal Schnee oder so. Auf jeden Fall wird das Wetter sich ein bisschen verändern demnächst in Fortnite. Denn tatsächlich wurde der Itemshop-Banner vom Captain America-Set aktualisiert. Das könnte heißen, dass wir Sam Wilson als Captain America als neuen Skin bekommen könnten. Natürlich hat sich auch ein wenig die Map verändert, Leute. Ist ja ganz klar. Wir haben nämlich POIs, die sich geändert haben. Als allererstes befindet sich ja jetzt ein Tresor bei der Zitadelle. Das ist schon mal die erste kleine Veränderung. Dann bei dieser Ritterstadt, wo es diese Steine gibt, diese lilanen, wo ja diese besondere Kraft haben, gibt es ja auch ein Tresor und da hat sich auch einiges verändert, nämlich in der Höhle. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders da aus. Ihr seht gerade im Hintergrund, wie das jetzt einfach aussieht. Und natürlich da, wo der andere Tresor ist, da wurde der Keller auch verändert und an sich wurden einfach nur die Städte geändert, wo der Tresor drinne ist. Kamehameha und Jindo Jun, also die Wolke, sind jetzt raus aus dem Spiel. Deku Smash müsste noch drinne sein beim Gameplay. Werdet ihr Deku Smash auch noch sehen, Leute. Übrigens gibt es einen neuen Rift Encounter. Der hat hier nämlich diese Wände und ja, diese Zäune dabei. Ich habe den jetzt selber noch nicht im Spiel gesehen, aber das ist auf jeden Fall dann der Rift Encounter und das, was er auf jeden Fall mit dabei hat. Dann gibt es natürlich noch einige Skins, die nach langer Zeit wieder zurück sind. Also, wir haben hier einmal Naschmann, 363 Tage, Liebesdorn, auch 363 Tage und Herzschlag, Petunie,
großen sind rot, alle 363 Tage. Und dann haben wir den Sequencer mit 830 Tagen, war dieser zuletzt im Itemshop. Dann wurden ein paar kleine Galerien in Kreativ hinzugefügt. Einmal das Naturbiom, was wir gerade in Kapitel 4 haben, mit ein paar Bäumen. Und natürlich noch die Zitadelle wurde hinzugefügt, damit die Leute in Kreativ einfach mehr Möglichkeiten noch haben. Und was richtig cool ist, Epic Games testet gerade einfach Proximity Chat, Leute. Ihr kennt ja Proximity Chat, wie vielleicht in anderen Spielen bei Call of Duty oder so, jetzt bei Warzone. Wenn ihr zum Beispiel in der Nähe von irgendjemandem seid und ihr den abgeschossen habt oder getötet habt, dann hört ihr die Person und könnt sozusagen mit Fremden im Spiel reden, was ziemlich nice ist, weil da kann man echt coole Videos bestimmt drüber machen. Wenn ihr das immer mal rausbringt, könnte ganz lustig werden. Ja, und in den Tresoren habt ihr bestimmt schon gesehen, es gibt extrem viel Loot. Ich glaube, beim Gameplay habt ihr es jetzt schon gesehen gehabt, dass wir da waren. Und es gibt nämlich einen Computer dort. Und bei diesem Computer, so krass, der ist so krass, denn Leute, ihr könnt bei diesem Computer gegen Goldbarren euch heilen. Und wenn ihr außerhalb der Zone seid, einfach euch riften und andere Sachen machen, das ist so geisteskrank. Also dieser Computer ist echt sehr, sehr heftig. Beziehungsweise dieser ganze Tresor ist sehr, sehr heftig. Und dann gibt es nochmal kostenlose Dinge, Leute. Abseits von Most Wanted, das gehört zwar auch zu Most Wanted, aber eine extra Herausforderung. Und zwar ist das Ganze ab dem 16. Februar verfügbar. Und hier seht ihr gerade alle Belohnungen, ein Spray, ein Sticker, GG, eine Waffentarnung und ein Ladebildschirm. Und das bezieht sich nämlich aufs Öffnen der kaltblütigen Tresore. Ich denke, ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Tresore öffnen am 16. Februar oder ab dem 16. Februar. Und dann kriegt ihr hier nochmal diese kostenlose Dinge. Die kommen einfach nochmal zusätzlich obendrauf zu den Sachen, die wir eh schon freischalten können. Und dann gibt es gerade eine neue Webseite, die öffentlich gemacht worden ist. So sieht die ganze Webseite aus. Man kann sich nicht einloggen. Die wurde gerade online gestellt. Und ist eine Kreativ-Webseite. Ich denke, das Ganze hat ein bisschen mit Kreativ 2.0 zu tun, da Epic Games das Ganze so ein bisschen jetzt langsam ins Rollen bringt. Aber wir werden sehen, was diese Webseite uns bringen wird. Ja, Leute, geisteskrank. Und dann haben wir die letzte Information. Es wurde in den Dateien ein Rucksack entdeckt mit dem Codenamen Hunt Koi. Und das ist nämlich höchstwahrscheinlich der Backblink von diesem Skin in der Umfrage. Den könnten wir also auch bald erwarten. Und Freunde, ich sage euch so, wie es ist. Es ist eines der krassesten Updates, die wir jemals in Fortnite hatten. Ich habe gerade so viel Spaß gehabt in der Runde, wo ich das Gameplay erspielt habe. Ihr seid auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe alles durchdacht. Hoffe ich mal. Und ihr seid auf dem neuesten Stand. Vielen, vielen Dank für euren Support. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.